Hallo zusammen, hier ist wieder Sascha mit dem Marek, unser Armspezialist für heute. Ja, warum habe ich mir wohl ihn ausgesucht? Wir zeigen euch jetzt, wie ihr mit einem Widerstandsband, da gibt es natürlich verschiedene Stärken, den Bizeps gut trainieren könnt und zwar so, dass ihr sogar auch noch das Gewicht einstellen könnt und das nicht nur wie sonst üblich an den Maschinen mit 2,5 Kilo Schritten, sondern viel feiner. Wie ihr das machen könnt, das zeigen wir euch jetzt. Wir machen eine Bizepsübung. Von diesen Widerstandsbändern gibt es eine ganze Menge verschiedene, die sich meistens in ihrer Stärke durch die Farben unterscheiden. Sucht euch da einfach das Passende aus für eure Oberarme und dann sollte das auch schon klappen. Wir machen das jetzt mal mit dem rosanen Band, was glaube ich irgendwie doch trotzdem so eine mittlere Stärke ist. Beide Beine rein und je nachdem, wie ihr jetzt die Beine stellt, wie breit ihr die auseinanderbringt, also wie viel Platz hier zwischen ist, umso mehr müsst ihr das natürlich im oberen Teil spannen und desto stärker wird das Ganze. Zeige ich euch jetzt. Er nimmt jetzt erstmal eine mittlere Variante. Wir bilden dieses Dreieck und dann hoch, einmal halten, langsam runter, kurz vor die Streckung und wieder hoch, langsam und wieder runter. Genau, hoch, halten, einmal richtig anspannen, langsam runter. So ist richtig, der Oberarm bewegt sich dabei nicht. Wenn das jetzt stärker haben möchte, geht er einfach noch viel weiter nach außen mit den Beinen, bringt hier also viel mehr Raum zwischen. Und ihr seht, es geht jetzt weiter nach unten, dadurch wird die Spannung größer und jetzt wieder. Hoch, halten, langsam runter. Ist schon stärker, ne? Auf jeden Fall. Hoch, halten, langsam runter. Und wieder. Und dann könnt ihr es natürlich auch für die Hardcore-Dudes da draußen ganz stark machen, indem ihr es auch doppelt benutzt. Und dann natürlich nicht die andere Seite vergessen. So könnt ihr optimal das Widerstandsband in jeder Lage benutzen, braucht auch nicht das irgendwo festzumachen und könnt dann daran trainieren. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr ein Widerstandsband benutzt und damit den Trizeps trainiert. Für den Bizeps gibt es schon ein Video, schaut euch auch mal die anderen Videos an und hiermit könnt ihr super in eine Spitzenkontraktion für den Trizeps gehen und damit den Trizeps genauso gut trainieren eigentlich wie im Studio. Heißt nicht, dass ihr auf das Studio gänzlich verzichten solltet, aber so können wir zumindest die nächsten Wochen überbrücken. Ihr braucht eines dieser Widerstandsbänder, die gibt es in verschiedenen Stärken, meistens kann man die gut unterscheiden an den verschiedenen Farben. Schaut euch einfach um, was für euch die richtige Stärke ist, benutzt am besten mehrere verschiedene, da könnt ihr euch auch steigern. Und dann braucht ihr irgendetwas, wo ihr das dranhängen könnt. Meistens könnt ihr zu Hause ganz einfach nur die nächstbeste Tür benutzen und es oben drüber hängen. Wir haben jetzt hier die günstige Lage, so ein Gitter zu haben. Und der Marek wird uns jetzt mal zeigen, wie er daran ganz normales Trizepsdrücken mit beiden Armen machen kann. Ja, halt ruhig einen in jeder Hand. Genau so. Und dann. Oberarme schon parallel zum Körper und nur die Unterarme bewegen sich nach oben und wieder runter. Hier ist vor allem die Spitzenkontraktion der schwerste Punkt, denn da ist das Widerstandsband am meisten gedehnt, ausgedehnt und damit ist da natürlich der Widerstand hier am größten, genau da, wo der Trizeps in der Spitzenkontraktion auch ist. Geht wieder hoch, runter, kurz halten, langsam wieder hoch. Und wenn ihr das stärker haben wollt, das könnt ihr hier nicht nur in 2,5 Kilo Schritten wie bei den meisten Maschinen einstellen, einfach etwas höher greifen. Wenn der Marek jetzt mal hier greift, wollen wir mal schauen, ob er das immer noch hinbekommt. Versuch's mal hier in der Mitte. Erstmal wieder auf die Ausgangsposition bringen und dann wieder runter. Da seht ihr, es kommt schon mächtig ins Zittern und so schafft er auch seine 6, 7, 8 Wiederholungen damit zu machen. Ansonsten kann er auch noch ein stärkeres Band benutzen. Ich glaube, das brauchen wir als nächstes dann mal. Das war's auch schon und so könnt ihr super die Arme trainieren. Jetzt habt ihr auch noch eine Trizepsübung und damit solltet ihr erstmal eigentlich über die Runden kommen. Mit Kurzhanteln könnt ihr das natürlich auch noch weiterhin machen. Schaut euch auch gerne mal die anderen Videos hier an und ansonsten macht's gut, bis bald.